So, wir sind jetzt losgestartet hier auf unsere heutige Wanderung in einem der ruhigsten Täler der ganzen Insel. Viermal waren wir schon hier und es war heute das einzige Mal ein Auto an uns vorbeigefahren. Und hier unten liegt die Autobahn vom Norden Richtung Süden. Und dort auf der anderen Seite hinter der Gebirgskette liegt Kofete. Und unser Auto haben wir dort vorne, 200 Meter von uns weit weg, geparkt. Und jetzt sind wir hier in das Barranco des Tals reingelaufen und machen uns jetzt hier die Schräge auf den Gebirgsarm hinauf, um dann auf dem Gipfelkamm entlang bis ans Tal hinterzulaufen, wo man jetzt hier die schöne Wolke an der Gebirgsspitze sieht. Und dann überqueren wir das Tal auf die andere Seite und werden uns von dem großen Berg da wieder herunterzugehen zum Auto, sobald der Plan. So, wir laufen hier gerade den Hang hinauf. Da hinten sieht man das Auto noch. Und kaum zu glauben, aber früher wurde hier auf Fuerteventura massive Landwirtschaft betrieben. Und der heutige Ort Morrojable hieß früher nur Puerto de la Cebada. Und das heißt Hafen der Gerste. Heute lässt sich das schwer vorstellen, wie das mal so bewirtschaftet war früher. So, die Hälfte hier des ersten Aufstieges haben wir jetzt schon geschafft. Und wir sind schon so hoch, dass man hier schon an einer Stelle ins Nachbartal El Salmo rüber gucken kann. Wahrscheinlich, der Planung nach, wird dieser Abschnitt auch der anstrengendste. Und danach laufen wir ja nur auf den Gipfeln entlang und wollen die gute Aussicht genießen. Aber jetzt hier bei der Steigung, da geht schon die Pumpe. Hier haben wir einen schönen kleinen Ziegenschlafplatz gefunden. Das ist eine richtig schöne, bequeme Ecke. Wenn ich ein Ziegenbock wäre, dann wäre das mein Spot. Und jetzt kommt der kritische Teil. Los geht's. In dem Tal hier, wie man sehen kann, hängen da hinten so ein bisschen die Wolken. Die werden von dem Nordostpassat von der anderen Seite hier rauf gedrückt und dann bleiben sie da oben an den Bergen hängen. Und da lagert sich sehr viel Wasser ab in der Folge und das führt dazu, dass dieses Tal hier, das Tal von Malnombre, eines der Täler ist, welches mehrere Quellen aufzuweisen hat. So, wieder 3, 4, 5 Minuten später. Wir sind immer noch nicht oben, aber jetzt schon kurz vorm Gipfel. Das Schöne ist die Aussicht von hier. Man kann, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man da hinten noch mal ein weißes Fleckchen am Meer. Und das ist der Ort Tarajalejo. Und man sieht hier vorne den sandigen Berg vom Playa de Sotavento, wo die Kitesurf-Lagune ist, da den kleinen Strandstreifen. Und ja, hier geht es runter Richtung Autobahn und das Meer, schön zu sehen. Und ja, da sieht man nicht viel. Weiter geht's erstmal. Und wir sind oben angekommen. Und der Wind ist auch wieder am Start. Eine kühle Erfrischung. Hier unten die Brücke von Butihondo. Es ging so. Eines der schönsten Dinge auf diesen Berggipfeln herumzulaufen. So, Zeit für einen Zwischenstand. Knappe Stunde sind wir jetzt unterwegs. Und es ist noch wesentlich weiter als gedacht. Es geht hier einfach nur immer den Berg hoch und nach dem Hügel kommt der nächste Hügel. Da ganz unten steht das Auto, man kann es noch ein bisschen erkennen. Das Geile, man kann jetzt hier schon einen Blick rüberwerfen in die Lagune von Costa Calma. Da ganz hinten sieht man sogar ein bisschen das Rio Calma Hotel. Und hier auf der linken dann die West
Küste der Insel. Ziemlich nice. Und gerade hinten, ein bisschen in den Bergen versinkend, befindet sich dann der Montagna de Cardon, auf dem wir letzte Woche waren. Es geht einfach noch immer weiter bergauf und wir nähern uns allerdings hier der Wolkengrenze. Und das wird dann für ein bisschen Abkühlung sorgen. Gerade haben wir wenig Wind, wie man hören kann. Jetzt kommt wieder eine Böe. Aber bei wenig Wind wird es ganz schön hot hier mit dem Stirnband. Hier, wie vorhin schon einmal angesprochen, legen wir uns hier in den Bereich, wo die Quellen sind. Und man sieht auch, dass hier jede Menge Pflanzen wachsen. Ja, je höher man kommt, desto mehr Vegetation findet man. Es wird, wenn man hier oben steht, auch langsam klar, warum wir da ganz hinten den Weg hinauf gemacht haben und nicht hier. Das ist unendlich steil. Das ist eine Referenz, die Insel, und hier finden wir uns genau oben auf dem Gipfelkamm. Das sieht schon ziemlich krass aus, wie die Steine hier so formiert sind. Ich liebe ja Felsen. Also an so Felsen werde ich immer zum Kind und kann hier immer lang springen, klettern und kraxeln. Ich habe da riesen Spaß bei. Wie geil das aussieht. Nochmal eine kleine Nahaufnahme von den Blümchen, die hier überall wachsen. Richtig hübsch. Und hier unten sieht man auch deutlich, dass da Feuchtigkeit gehalten wird. Deutlich zu erkennen hier diese Zwiebelgewächse, die auch super interessant sind. Die wuchern hier richtig und fühlen sich richtig wohl in dem Boden. Und die haben auch so eine kleine Knolle, eben so ein Zwiebelgewächs. Zeit, sich umzuziehen. Wir sind auf Wolkenhöhe. Der Berg ist schon in den Wolken eingehüllt. Und das ist immer noch kein Gipfel. Es geht immer noch mal höher und höher und höher. Aber diese Wand, die wir hier sehen, gehört zu den steilsten, höchsten Wänden, die man hier in Fuerteventura neben sich haben kann. Wenn man da ganz unten steht, dann fühlt man sich so winzig klein und diese Wand hier vor uns ist so riesengroß. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt hier oben bin und herumwandern darf. Aber wir nehmen hier mal so ein bisschen die Wolken auf. Das sieht ja übelst geil aus, wie die Wolken hier von rechts kommen und nach links rüberziehen. Jo, 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 hier ziehen die Wolken jetzt wieder runter. Ah, von da ganz unten kommen wir. Wir sind immer noch nicht ganz oben. Wow, und da hinten können wir den Leuchtturm von Jandia jetzt sehen. Richtig geil. Ah, haben wir uns schon einen schönen Tag ausgesucht. Sieht man auch richtig schön, wie die Wolken hier so runterziehen ins Tal rein. Und dann hier aber rüberkommen, Richtung Süden. Ah, nice, nice, nice. Wie man sieht, geht es doch ganz schön steil bergauf. Und jetzt. Oh, nice. Es geht noch einmal bergauf, aber wenn sich das nicht gelohnt hat für diesen Ausblick, dann weiß ich auch nicht. Und das Geilste ist, man ist hier ganz alleine. Ganz alleine auf diesem riesen Berg. Oh, wie geil sieht der Kamm da aus. Das sind die Cliffkanten. Dahinter ist Kofete. Ah, und hier können wir zum Meer runter gucken. Jawohl. So. Ja, wir sind ziemlich gestoked von der Aussicht hier. Und sind ganz neugierig, wie es auf die Westseite aussieht. Und weit ist es nicht mehr. Das ganze Stück haben wir schon geschafft. Dahin kommt die Bälle. Und hier sieht man schon, da geht es einfach nur noch runter. Jetzt wollen wir aber noch hier hoch und dann ist Apple Time, dann gibt es einen Apfel. Da der Blick nach Jandia, Esquinzo, Manombre,
Costa Sotavento, Costa Calma. Nice. Hier sieht man wieder, dass es ziemlich feucht ist hier. Also hier bleibt richtig schön Wasser hängen. Natürlich super für die Pflanzen. Und hier ist der Berg, kam gleich vorbei. Vorbei! So, ich lasse mir diesen spannenden Moment nicht nehmen. Ich warte auf meine Bella. Und dann gucken wir, wagen wir gleich den letzten Blick hier rüber. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man hinter den Wolken dann nochmal eine Spitze rausgucken. Und das ist dann der höchste Punkt der Pico de la Sarsa mit 807 Metern über Meer. Und hier auf der linken Seite, wenn man gut hinschaut, kann man dann schon die Absperrung für den Pico de la Sarsa sehen. Und ja, man sieht auch schon da oben ganz in der Ferne ein, zwei Männchen rumlaufen. Aber bei uns ist es halt menschenleer. Der Moment. Ah, die Luft ist mega geil. Ist auch richtig cool, dass man nichts sieht. Gleich mache ich. Wuhu. Auf der einen Seite kann man jetzt sagen, für diesen Ausblick hat es sich nicht gelohnt, aber doch, hey. Absolut, für diesen Ausblick hat es sich mega gelohnt. Boah, was für eine fette Felswand. Ich wollte hier schon so lange rauf und jetzt bin ich endlich mal da. Richtig geil. Apple time. Apples. Njam, njam, njam. 600 Meter sind wir hochgelaufen. Gar nicht mal so unanstrengend gewesen. Und ungefähr 2 Stunden haben wir gebraucht. Und jetzt wandern wir wieder runter. Und hoffen, dass wir wieder heile beim Auto ankommen. Wir haben unsere Abzweigung schon genommen und sind von da hinten gekommen und laufen jetzt hier weiter runter. Mal gucken, ob es uns gewährt wird, da auch runterzusteigen. Jo, von da oben sind wir jetzt gerade rausgekommen aus dem Nebel und haben hier so einen kleinen Reality-Check gemacht und haben festgestellt, wenn die Wolken weggehen, dass wir in die ganz falsche Richtung gelaufen sind. Wir wollten eigentlich in die Richtung runterlaufen, aber dank des Nebels haben wir absolut gar nichts gesehen und sind jetzt hier runtergekommen. Jetzt machen wir uns wieder zurück und wollen hier hinunterlaufen, damit wir wieder ins Tal kommen. Mal gucken, wie es läuft. Da hinten steht das Auto und ja, eigentlich müssten wir da rüber und dann runter. Auch eine sehr geile Abbruchkante hier. So, hat uns bestimmt mal eben eine halbe Stunde gekostet, ey. Wir wollten dort runterkommen, sind aber da hinten runtergegangen. Jetzt mussten wir hier einmal um die Wand, an der Wand entlang, damit wir hier auf den Kamm kommen, um dann dort hinten runterzugehen.
Aber belohnt wird man dann doch immer wieder mit solchen Ausblicken. Ne? Das ist halt sehr, sehr geil. Ja, ganz hinten, ganz klein sieht man das Auto. Wir befinden uns jetzt übrigens bei Stunde 3. Ziegen. Da laufen die Zieglein. Oh, wie süß. Und wie die hier runterrennen. Wir folgen den Ziegen gleich. Und so richtig secure, so richtig sicher ist das alles auch nicht. Wenn man hier diesen fetten Brocken anschaut, schon krass, schon bedenklich. Von da oben und noch viel weiter, geht noch viel weiter rüber über die Kante, da kommen wir her. Und wie man sieht, geht das hier ganz schön steil bergab. Und man muss echt aufpassen, dass man keinen falschen Schritt macht. Jetzt haben wir es aber auch schon fast geschafft, die steilste Strecke jedenfalls. Von da ganz oben kommen wir. Und naja, da ist alles in den Wolken, aber der Ausblick hier runter nach Kofete ist ja auch mal mega schön. Da unten der Rocco del Moro, die Südspitze der Insel, der lange Strand von Kofete. Und ja, da vorne haben wir wieder das Parett. Also lohnt sich auf jeden, diese Wanderung mal zu machen. Ne? Aber man sollte früh losstarten, weil gegen Mittag zieht es eben zu. So, da die Knie nicht besser werden, und dass sonst noch ein Riesenweg wäre da rüber und wieder runter, machen wir es einfach so, wir laufen hier runter und dann durch das Tal wieder zurück. Da hinten, wo die Straße ist, da wo der Sonnenschein ist, da sieht man so ein bisschen glänzt da was, das ist unser Auto, da wollen wir jetzt hin. So, wir sind jetzt hier wieder unten im Tal angekommen. Wir sind da oben gewesen, das ist ungefähr 450 Meter über uns. Wir sind dann hier runter und hier entlang gekommen. Und das war's soweit. Wir machen uns zurück zum Auto und tschüss.